So, alle, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge City Skylines. Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir haben ein kleines Problem und zwar, hier sind ja die Bürger krank. Hatten wir ja schon letzte Folge, ne? Und wenn man hier drüber geht, dann sehen wir Lärmbelästigung. Warum bitte ist hier Lärmbelästigung? Mögen die hier das Gewerbe nicht? Kann das sein, meine lieben Leute? Ja, wir müssen das mal im Auge behalten. Wenn die hier immer noch Lärmbelästigung haben, immer weiter und weiter, dann, ja, müssen wir die halt umziehen, ne? Müssen wir gucken, was da so los ist. Guck, die hier sind ganz sauer. Krank, weil die Lärmbelästigung so hoch ist. Wenn nichts getan wird, können diese Gebäude schließlich verlassen werden. Verbessern Sie Straßen auf leisere Varianten und entfernen Sie umweltschädliche Gebäude oder verbessern Sie Ihr Gesundheitswesen. Wieso Gesundheitswesen verbessern, wenn das hier Lärmbelästigung ist? Verstehe ich nicht. Mögen die die Straßen nicht? Wollen die lieber grüne Straßen? Wir können ja mal ausprobieren, was passiert, wenn wir hier Bäume hinpacken. So eine kleine Straße mit Bäumen. Nehmen wir mal die hier. Gucken wir mal, was da passiert. Das würde mich mal interessieren. Da kannst du auch noch hinten lang fahren. Machen wir das einfach mal hier. Weil die meckern ja hier, ne? So, dann ist weniger los. Du kannst da schön lang fahren hier. Hast ein paar Bäume, die das Ganze vielleicht ein bisschen abfedern. Gucken wir mal, was passiert. Mehr wie immer noch meckern können sie ja nicht. Das ist aber nicht unser größtes Problem heute. Denn wir müssen hier irgendwo erstmal noch eine Polizei bauen. Wir hatten hier eben auch einen kleinen Bereich, wo extreme Kriminalität war. So, dann nehmen wir mal hier Police Station Medium. Guck mal, die passt wunderbar hier rein. Die hauen wir jetzt hier rein. Das ist gut so. Dann sind zwar wieder die Bäume weg, aber egal. Passt, würde ich sagen. Die können arbeiten. So, und dann brauchen wir natürlich wieder Gewerbe, Industrie, Häuser. Alles brauchen wir, aber das hier ist das Problem. Jetzt geht's, eben hatten wir hier schon Stromknappheit. Also je nachdem, wie die wachsen, haben wir das Problem, dass wir zu wenig Strom haben. Jetzt haben wir zwei Alternativen. Einmal, Kollege SimCity 3000 Mikrowellenkraftwerk. Da bin ich aber noch nicht so der Freund von, muss ich sagen. Das würde ich vielleicht später irgendwo ganz groß oben auf den Berg setzen. Ja, hat genau dieselben Sets wie das Atomkraftwerk. Man sieht 640 Megawatt, 8000 Unterhalt. Und hier 640 Megawatt, 8000 Unterhalt. Also wäre eine 1:1 Kopie, nur damit man nicht 10 Atomkraftwerke irgendwo hinsetzt. Ja? Oder aber, wir nehmen die kleinen Kollegen hier, die ich persönlich sehr, sehr geil finde. Wir können ja mal einen hinsetzen. Man sieht es hier, bupp, die machen 11 Megawatt. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wenn wir damit jetzt ein komplettes Solarkraftwerk bauen würden. Irgendwo oben in den Hängen bei der Forstindustrie. Ja, vielleicht hier oben irgendwo oder hier über der Industrie. Fände ich das schon eine geile Idee. Müssen wir mal gucken, ob wir das da hinkriegen würden. Wo könnte das hinkommen? Wo könnte es hinkommen? Müssen wir mal überlegen. Also ich wäre eher für die zweite Variante jetzt mit dem Solarkraftwerk. Wir haben ja schon hier die Türme. So, wenn wir jetzt hier einfach dann die kleine Straße nehmen würden. Die hier. Nee, wenn dann die ganz kleine. Nehmen wir einfach mal die hier, ja. So eine ganz normale Straße. Haben wir die mit dem Punkt gemacht hier. Einrasten, ein, aus. Straßenbiegung, ein, aus. Boden, zwingt den Boden der Höhe der Straße zu folgen. Nee, dann geht sie wieder nur rauf und runter, ne? Erhöhte Teile möchte ich nicht. Normal, nicht modifiziertes Platzieren der Straße. Wenn ich das jetzt halt so mache, ne? Wir sehen, wir kommen hier hinten lang, weil die Straße ist vielleicht gar nicht schlecht. Denn mit der können wir ja... Oh, sind wir hier beim 180 Grad Winkel? Ich glaube, ich mache das lieber mal wieder so. Weil dann weiß ich, dass es gerade ist, ja? So, mit der... Leiten wir den Strom ja direkt, ne? Wir haben nur leider keinen Zaun, glaube ich. Lass mal gucken. Zaun, doch, wir haben so ein klein bisschen hier. Glaszaun. Haben wir keinen Maschendrahtzaun oder so? Maschendrahtzaun. Zip. Übrigens, wie diese Sprites an hier, ne? Ich weiß nicht, warum er die immer anschaltet. Ich hatte das eigentlich ausgeschaltet. Hier sind die, glaube ich, ne? Guck mal, den hier weg. Jawohl, so und so. Wohl die Fertile kannst du anlassen. Aber den Rest bitte aus. Dann haben wir nämlich nicht überall diese Grasbuschel. Ich finde, das sieht viel schöner aus. Jetzt müssen wir erstmal das hier wegmachen. Dann kümmern wir uns nämlich heute mal
bisschen um Strom. Kommentare haben wir einen vom Extreme Man LP. Den lesen wir gleich vor. Und ansonsten hier eine One-Man-Show vom Fuhai. Du hast ohne Ende geschrieben. Das lesen wir natürlich gleich auch alles vor. So, das ist die Frage. Wollen wir das hier haben? Oder machen wir das lieber da oben an den Hang? Wir könnten mal gucken, wie das aussieht, wenn wir die in den Hang packen hier. Das würde mich mal interessieren. Kann man die da hin tun, ohne dass die irgendwie kacke aussehen? Und dann krumm und schief da drin hängen? Naja, macht halt immer so... Wir testen mal, ne? Sonst müssen wir sie wegwerfen wieder. Also du kannst sie so hintereinander stellen, aber die Kante wird halt immer höher, ne? Das ist ein bisschen doof. Ja, ja. Ja, man könnte die jetzt natürlich mit Move It hier Page Up, Down und so weiter ein bisschen da reinpacken. Aber ich bin dir ganz ehrlich, das würde jetzt den Rahmen sprengen hier. So, auf der flachen Ebene können wir das machen. Gucken wir mal, dass wir einen schönen Zaun kriegen hier. Einen, den wir haben. Vielleicht finden wir den irgendwo. Obwohl, ich müsste die Teile alle selber setzen. Ich habe nämlich kein Dingens hier, ne? Kein Propline-Tool, oder? Doch, haben wir. Sehr geil. Haha. Glaszaun, Jahrhunderte. Was? Jahrhundertmitte, Eckstück, ein Glaszaun. Was ist denn bitte ein Glaszaun, wenn ich fragen darf? Das sieht voll Banane aus. Das sieht voll Banane aus. Nee, lass mal. Das lassen wir mal weg. Dann machen wir was anderes. Aha, guck mal, hier geht's nämlich auch schon hoch, ne? Siehst du? So, dann lass mal gucken. Wir nehmen mal Folgendes. Und zwar, gut, hier jetzt Bäume hinzustellen, wäre ein bisschen Banane, ne? Das bringt ja nichts. So, wir könnten jetzt immer den hier machen. Ich glaube, die sind nämlich auch nur einen breit. Wenn wir hier so den Kiesweg hinmachen. Schade, dass der so kacke aussieht an der Straße. Und dann die hier nehmen und da vorstellen. Ja. Hopp. Hopp. Immer so einen an den anderen. Dann können wir ein wunderschönes Kraftwerk bauen. Was unser eigenes ist. Was ich sehr, sehr cool finde. So, jetzt sieht man ja schon. Guck mal, Verbrauch, Erzeugung, ne, ist sehr, sehr eng geworden. Jetzt dadurch, dass wir die alle hier hinsetzen, wird das Ganze natürlich wieder sehr schnell sehr viel besser. So. So. So, das sollte reichen. Das ist jetzt nur eine Reihe, ne? Wie man sieht. Sollte das passen. Jetzt könnten wir hingehen und die nochmal alle reinnehmen hier. Alter, sind die voll hier am... Ganz schön, wenn die Sonne drauf ballert, ne? So, passen die? Die passen. Jetzt kann ich die alle ein bisschen näher schieben hier so. Zack, dann nehmen wir dazu noch die Straße mit den ganzen Punkten hier. So. Schieben das alles nochmal ein bisschen näher ran, dass es hier ordentlich aussieht. So. Jetzt können wir einfach machen. Steuerung C, Steuerung V, Steuerung C, Steuerung V. Und die schön dahinter setzen, so. Bupp. Dann machen wir mal 2, 3. Nee, komm her. 4. 5. So. Bin ich mal gespannt, was das gibt. Gib mir nochmal die Straße hier. Kriegen wir die hier alle miteinander verbunden? Mit Anarchie schon. Aber dann hast du sie wieder hier nicht verbunden, ne? Doch, sehr gut. Kann man dann so lassen. Also ich finde das ganz in Ordnung, den Kies dazwischen. Es ist natürlich Schwachsinn, hier jetzt irgendwelche riesengroßen Tannen oder so hinzustellen, ne? Weil die blockieren ja die ganze Sonne. So. Aber dann hätten wir hier so auf jeden Fall das Solar-Dinge. Jetzt können wir irgendwie noch so ein Gebäude daneben setzen, was vielleicht passt, um daraus dann ein Verwaltungsgebäude oder so zu machen. Für die... Wo ist die Industrie? Halt für das Dingens hier, ne? Für unser Solarkraftwerk. Bahnhof Alter Markt passt auf jeden Fall. Haha. Ploppable machen wir alle. Haben wir hier Decall? Nein. Jetzt musst du wieder suchen, wo die sind, ne? Ich
Hier sind sie. Kriegen wir hier irgendwie so... Da nicht. Hier Industrie. Irgendwas Kleines, was nicht ganz so extrem ist. Sowas hier zum Beispiel, das könnten wir daneben setzen. Machen wir jetzt auch mal. So, sieht zwar lustig aus, aber wir nehmen das jetzt mal hier. Drehen das ein bisschen. So, so, dass es hier reinpassen würde. Vom Weg her. Sagen wir mal so, ja. Und dann lassen wir das einfach so hier. Der braucht natürlich Wasser, aber ansonsten passt der dazu. Gefällt mir. Dann hätten wir auf ganz, ganz einfache Weise halt selber ein Solarkraftwerk noch gemacht. Das fand ich jetzt ein bisschen schöner. Was heißt ein bisschen? Ich fand es schöner, als wieder den, hier noch den nächsten Solaraufwindturm hier hin zu klatschen, ja. Kann man natürlich auch machen, aber seien wir ehrlich, das sieht doch schöner aus, oder? Das kann man jetzt natürlich noch viel, viel mehr ausgestalten, aber dies lassen wir mal sein. Was sagt jetzt der Strom? 1188 von 431. Und jetzt sieht man schön, das ist dann doch ein bisschen OP, muss man sagen. Vor allem, weil jedes Ding nur 20 die Woche kostet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind 200, 400, 600, 800, 1000. So, 1100, 200, 1300 die Woche. Bei der Masse an Strom. Ja. Okay, ne? Sage ich nur. Okay. Aber lassen wir das erstmal. Wir wollen jetzt zusehen, dass wir Richtung 50.000 kommen, damit wir das nächste Teil kriegen. Und ich glaube, wenn wir das haben, dann werde ich einfach mit dem Tool hier alles komplett freischalten, dass wir bauen können, wie wir wollen. Weil so langsam wird's eng. Die sind zufrieden hier. Hier ist Ruhe. Hier ist Ruhe im Moment. Keiner krank. Die Bäume haben anscheinend was gebracht. Erstmal die Steine hier oben weg. Weg damit. Könnten wir hier noch irgendwo einen Hauptbahnhof hinmachen? Könnten wir auch, ne? Frage ist nur, was bringt das? Weil wir haben ja hier die, die Monorail. Da bin ich mir nicht ganz sicher. So, Monorail, Monorail. Wo ist die Monorail? Warte, hier oben, da ist Monorail. Warte, ich möchte mal gucken. Wir haben ja auch, das ist sechsspurige, ne? Monorail, vierspurige Gleise. Nee. So, das hier ist Monorail, sechsspurig. Jo, haben wir, weil das war auch eine Frage vom Fuhai. Und dann haben wir halt hier den Bahnhof, den du dran setzen kannst. Und das Problem ist, der hier, ne, Bahnhof auf einer Straße. Wenn ich ihn nochmal hinsetze, lieber Fuhai, guck mal, es sind immer zwei, ne? Und selbst wenn ich dann jetzt die normale Straße nehme davon, ja, mit den sechs Spuren, die wir hatten. So, kann ich weitermachen. Aber dann habe ich hier immer von 3 auf 2, von 2 auf 3. Ja? Das ist dann natürlich immer Nadelöhr, wo sie sich dann alle quetschen. Ich glaube, das ist nicht so gut. Sieht natürlich viel, viel besser aus, als wenn die an der Seite sind. Aber vom Verkehr her glaube ich nicht sehr clever, das so zu machen. Deswegen bleibe ich lieber erstmal dabei, dass wir die hier so an die Seite machen. Ja? So, was brauchen wir jetzt noch? Häuser. Häuser und Gewerbe. Wie immer. Die Frage ist, wo machen wir die hin? Weil hier geht es langsam hoch, ne? Oder? Selbst wenn, ist egal. Wir könnten nur gucken, hier könnten wir die Monorail durchziehen. Da könnten wir schon wieder die nächste machen. Hm. Oder wir gehen mit der U-Bahn langsam mal los. Hier wäre noch Platz. Hier könnten wir was hinmachen. Zumindest schon mal für Häuser. Hatten wir hier nicht? Nee, hier hatten wir was hingemacht. Schon gut, vergiss es, habt nichts gesagt. Das wird gleich grün gemacht. Und hier muss unbedingt irgendwo noch eine Autobahnauf- oder Abfahrt hin. Definitiv. Definitiv. Könnten wir vielleicht ein Kreuz machen und die Autobahn von hier noch hier rüber ziehen. So. Weil das hier ist ja keine richtige Autobahn, ne? Ach, das war der Monorail. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da los? Ufti, bufti. So, dann lassen wir mal die eine Straße hier. Ne, die vierspurigen brauchen wir. Aber bitte mit grün. So, mit einer Allee in der Mitte hätte ich die gerne. Alleen hier. Keine Brücken. So, 90 Grad. Hier ist natürlich wieder alles krumm. Wir kennen es.
Ich weiß auch nicht, wie ich das immer hinkriege. Frag mich nicht. I don't know. Keine Ahnung. Ja. Alter Walter. Nee, nee, nee. Ich sag mal nix. So, gucken, ob ich das wieder hinkriege. Aber ist halt doof, wenn der da vorne eine Brücke bauen will, ne? Weil das halt nicht auf derselben Höhe ist. Ist einfach nur dämlich. So, jetzt hier, den hier, Werkzeuge höher auf Objekthöhe und zwar auf diese Höhe. Sehr gut. Dann kannst du die hier nämlich auch wegmachen, glaube ich. So, 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 dankeschön. Rest ist egal, wenn die hier ein Haus bauen, rundherum kommen wieder Bäume, das passt. Hier oben, die müssen wieder weg. Achtung, es wird laut. Ja. Sehr schön. Weg mit den Standarddingern. Und ich freue mich sowas von auf Cities Skylines 2, ey. Hoffentlich kommt es bald. Hoffentlich. Bitte so und so. Dankeschön. Sehr gut. Guck, passt doch. Super, so muss das sein. So muss das sein. Sehr, sehr schön. Was darf natürlich nirgends fehlen bei Ede? Eine Hüpfburg. Die kommt natürlich hier hin. Und dann können wir mal gucken, was wir hier in den einzelnen Stufen für Gebäude haben. Eine Börse? Nee. Wir machen jetzt keine Börse. Chip X Startgelände, das brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Der Tempelkomplex. Ist hier sonst noch irgendwas fertig? Nicht, dass ich wüsste. Errechnet. Ah, 65.000 müssen wir da haben. Können wir doch gar nicht. Wie blöd. Transportturm. Boah, ist das ein Klopper, ey. Das ist natürlich viel zu groß. Was brauchen wir denn hierfür? Durchschnittlicher Müllberg pro Gebäude. Mindestens 25. Na, toll. Ich glaube, ich muss das mal direkt alles freischalten, weil das werde ich niemals im Leben hinkriegen. Und ich möchte auch gar nicht 50% Kriminalitätsrate bei uns haben, damit wir das Ding bauen können, ja. Das ist ja vollkommen Banane. So, was haben wir hier noch? Ein Opernhaus. Was ist das hier? Das ist ein Expo-Center. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Ein Zentralpark, der ist wahrscheinlich wieder viel zu groß, ne? Ach du Kacke. Der ist zu groß. Okay. Also nichts Wirkliches bei, was man gebrauchen könnte. Stadion. Das würde sogar hier reinpassen, fast. Das ist ja ein Mini-Stadion. Wenn, holen wir uns ein richtiges. Gibt es auch genug im Workshop. Also vergessen wir das. Von den Sachen, die wir bisher können, ist da nichts Tolles bei. Das Problem, wo ich die hier gerade sehe mit dem Müllwagen, habe ich übrigens immer noch nicht gefunden. Ich habe keinen Schimmer, was ich da gemacht habe. So. Das, warum auch immer, wir, obwohl wir hier ein exorbitantes Loch haben, ne, von 120.000 die Woche, nirgendwo Müll haben. Irgendwas stimmt da nicht, wie gesagt, aber ich habe keine Ahnung was. Eigentlich müsste bei uns alles überall überquellen. Holzproduktion hat Stufe 3 erreicht. Nice, da können wir dann gleich auch gucken gehen. Sehr gut. So, wir brauchen jetzt Folgendes. Und zwar brauchen wir Gewerbe. Machen wir das hier ran? Nein. Hier könnten wir... Nee, da will ich die Dingens drin haben, ne? Obwohl, die soll hier wieder reingehen. Wir könnten hier ein paar Einzelne hinstellen. Hier Gewerbe. Machen wir mal hier Gewerbe. Dann können wir hier große Häuser reinpacken. Aber bitte selber. Nämlich so. Machen wir den hier. Mach mal den hier. So, dann müsste das passen. Gucken wir mal, wie viel da reinkommt, ohne dass die meckern. Wird schon schief gehen. So, das Gewerbe wächst auch. Sehr schön. Lassen wir es sich mal ein bisschen entwickeln. Wir haben ja 43.800, dann können wir nach so klein und doch so fein, ne? Echt cool. So, und da steht zwar, wie gesagt, Jubilo drauf. Franks Fischstäbchenfabrik. Egal. Passt. Muss ja hier nur, ne, das Ganze dann unter Beobachtung halten. Das passt schon.
Was haben wir denn jetzt hier auf Stufe 3? Was meckert die rum? Nicht genügend Rohstoffe. Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein bisschen ausbauen. So, das sind die kleinen. Wo war es? Hier, Holz. Da müssten wir jetzt aber die großen machen können, oder? Die ganz großen. Holzspänelager. War das hier? Die ganz großen können wir immer noch nicht, ne? Dafür brauchen wir Stufe 4. 6400 pro Woche. 9600 pro Woche. Was brauchen wir denn, um die auf Stufe 4 zu kriegen? Lass mal gucken. So, Industriegebietsinfo. Bis zur nächsten Stufe. Wir brauchen mehr Arbeiter. Produziert haben wir schon. Wo kriegen wir denn die Arbeiter her? Macht noch ein bisschen Minus, aber... Wächst das von alleine? 401. Das wäre natürlich geil, wenn das von alleine wächst. Auf Stufe 5. Dann würde ich Juhu machen. So. Bin ich mal gespannt. 406, 407. Wir gucken gleich nochmal vorbei. Wir brauchen jetzt erstmal noch irgendwo Industrie. Wo könnten wir noch Industriegebiete machen? Wo? Bei uns halt nirgendwo, ne? That's the problem. Hier ist wirklich nichts, aber auch gar nichts angeschlossen, ey. Hier geht's halt alles da hoch. Hier höre ich nur Ding, 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 Ding. Baut, meine Leute, baut. Sollen wir es wirklich wagen und hier mal noch ein Kreuz reinmachen? Wohlgemerkt ein vorgefertigtes. Keins, was ich baue. Das will ich dir nicht antun. Ist das der Continuous Flow Vanilla? Ach, das ist... Ah, das ist alles noch hier von Dingens, ne? Wie heißt da? Crispy Stack, das ist, glaube ich, auch normale Straßen. Die brauchen halt alle immer so viel Platz bei ihren Autobahnen. Mass Transit, Clover Stack. Ist das jetzt Autobahn oder nicht? Das sieht mir nicht eine Autobahn aus. Das ist ja voll. Das hier. Sieht mir auch nicht eine Autobahn aus. Was haben wir denn sonst noch hier? Jambel, siehst du, das meinte ich. Perfect Park Klo. Partial Cloverleaf. Create entirely with vanilla roads. Some lane management requirement for the best result. Okay, und hier dasselbe. Jo, ne? Single Point Urban Interchange. Wie sieht das denn aus? Ich will halt... Ne, das ist normale Straße. Ich will es halt für die, meine Güte, für die Autobahn haben. So. Und nicht irgendein Käse hier. Oder wir probieren das mal hier rein. Das könnten wir natürlich auch machen. Weißt du was? Das machen wir jetzt mal. Mehr wie kaputt machen können wir es ja nicht. Und das hier ist halt nur normale Autobahn. Die können wir auch wieder ganz von alleine bauen. Nochmal alles weg hier. Wir brauchen Platz. Jawohl. Und zwar nicht zu knapp. Wenn wir das Ding jetzt so hier reinsetzen. Ja, das wird schwierig. So. Passt das? Lass mal gucken. Sollte passen. Bitte normale Autobahn. Dreispurig. Ja, Ort ist belegt. Ich weiß, der ist immer belegt. Müssen wir ihn gleich noch ordentlich machen. Und hier genauso. Daran. Daran. So, wenn man es hier hingeht, das Ganze noch ein bisschen ordentlich macht. Machen wir mal so. Ungefähr so. Überlassen wir das mit den Autobahnkreuzen und so weiter. Lieber mal den Experten. Das ist etwas, was ich jetzt hier nicht mehr anfassen werde. Das kommt dann einfach nur... Was heißt einfach nur? Damit beschäftigen wir uns dann wieder, wenn wir Cities Skylines 2 spielen, ja? Weil da wird es garantiert auch alles wieder geben. Aber, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir sollten vielleicht mal die Kommentare lesen, ne? Vom Extreme Man LP, der schreibt nicht...
Moin, du kannst in den Network-Tools unten rechts umstellen, ob du einen gleichmäßigen Anstieg der Straße haben möchtest oder ob die Straße dem Terrain folgen soll. Das Symbol erinnert an eine Achterbahn, alternativ geht auch Move It, ist aber halt immer ein Schritt mehr. Jo, habe ich ja dann auch wieder selber rausgefunden. Aber danke dafür. Wie sieht das denn hier aus? Jetzt hat er das hier in den Dingens geparkt, ne? Aber weißt du was? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich lasse ihn mal. Ich lasse das mal so, ja? Finde ich gar nicht so schlecht. Der hier könnte vielleicht noch einen Tacken höher gehen, weil es so stufenmäßig ist. Das hier geht natürlich gar nicht. Das müssten wir dann auf jeden Fall gerade... Kannst du wieder anmachen, die können ja dahin. Ja, so, 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 so. So, so, so. Objekthöhe hier. Jo, dann ist es nämlich gerade. So da hoch, okay, das ist... Von der einen Seite sah es ganz gut aus und hier denke ich mir jetzt so, Alter, sind wir hier beim, ne? Uiuiui. Hat keiner gesehen. Ich weiß nicht, was du meinst. Passt. Die fahren da durch, die können rausfahren. Jetzt können wir das nämlich hier anschließen. Mit unseren Dreierstraßen. So, einfach hoch, geradeaus. So. Zack. Ich hab's die ganze Zeit da drin, hab noch, ne? Zack, zack. Jetzt können sie hier nämlich auch raus und rein fahren. Gucken wir mal, was das gibt. Ich hoffe, da wird jetzt ein bisschen mehr Traffic kommen, sodass sie auch mal von da unten wegkommen, wo wir das die ganze Zeit gemacht haben. Hier ist natürlich die Hölle los zu Fuß, wie man sieht. Das ist echt krass, dass sie so viel zu Fuß laufen. Finde ich mega gut. Wie viel stehen hier? 250. Perfekt. So, fahren wir mal an. Der liebe Fuhai schreibt beim ersten Kommentar: Schau mal bei den sechsspurigen Straßen nach Monorail. Sind da nicht welche, die unter der Haltestelle sechs Spuren haben? Wenn nicht, dann habe ich nichts gesagt. Uff, zu viele Kommentare mal wieder. Ach was, wie kommst du nur darauf? Wie kommst du nur darauf? Aber das ist kein Problem. Lieber viele Kommentare von dir als gar keine Kommentare. Ich lese die ja gerne vor. So, jetzt haben wir hier schon das Problem. Wo wollen die denn alle hin hier, wenn ich mal fragen darf? Zwei nach links, einer nach rechts. Was ist das denn? Warum dürfen die hier nicht geradeaus da drüben hin? Muss ich das verstehen? Die dürfen da hin? Die dürfen da hin? Da müssten wir eigentlich mal... So, jetzt freut sich Fuhai, Basti und Co. Ja, ihr freut euch. Ich mache wieder die ganze Kreuzung kaputt hier. So, der darf da hin. Der darf da hin. Der darf da hin. Das machen wir jetzt mal wieder so, ja. Er darf dahin. Er darf dahin. Er darf dahin. Wunderschön. Immer nur jeder einer in eine Richtung. Und die Ampel lassen wir mal hier stehen. So, und hier dasselbe. Du dahin. Ups. Du dahin. Du dahin. Jeder hat seine eigene dedizierte Spur hier. Ne? Sollte eigentlich passen. Die Busse platzen wahrscheinlich auch aus allen Nähten. Ich weiß sowieso nicht, warum die hier hochfahren. Hier ist doch gar nicht die Linie, oder? Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas abgerissen und sie haben sich ihre eigene andere Linie gesucht. Ja! Bald haben wir es geschafft. Ach du Kacke, ey. Ach du Kacke. Guck mal, hier unten ist schon relativ ruhig jetzt, ne? Das läuft, aber hier, ja, meine Damen und Herren, Stau, soweit das Auge reicht. Gucken Sie es sich an, hier, Kreuzung, Stau, 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 noch mehr Stau, ein riesengroßes Gebäude am anderen Stau, 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 und da hinten geht's auf die Autobahn. Guck mal, wie schön die das benutzen, das ist direkt hier Ruhe, hier fährt kaum einer, ne? Aber passt. Jetzt haben wir wenigstens schon mal mehr Anschlüsse hier. So, jetzt muss ich mal hier unser Ding hochschieben. Sehr gut, damit ich wieder weiter beim Fuhai lesen kann. Der schreibt nämlich noch, in dem farbigen Balken, wo kranke Bürger steht, kannst du links auf das Symbol mit der Maus und schauen, woran es liegt. Haben wir ja gemacht, ne? Wir brauchen schon wieder, ey.
wir brauchen schon wieder. Mehr Häuser, bitte. Mehr Häuser. Und hier machen wir jetzt erstmal grün. Das sieht mir zu kahl aus. Hier, das kann auf jeden Fall schon mal grün werden, weil das ist die Autobahn. Da kommt auf keinen Fall irgendwas hin. Da brauchen wir so einen Grüngürtel. Gerade hier beim Krankenhaus, ne? Das freut sich. Da haben die ein bisschen schöner hier. Kriegen wir das hier auch noch grün? Ein bisschen. Jo. Sehr gut. Hier auch. Yep. Perfekt. Die hier. Alles verschwendeter Platz in der Stadt. Meinst du, was das ein Grundstückswert ist? Was du da noch schön draufballern kannst. Was machen wir? Bäume! Aber das sieht schön aus. Das gefällt mir. So. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Sehr, sehr schön. Nächster Kommentar vom Fuhai. Jeder wirklich, jeder Cities Skylines Spieler, den ich anschaue, meckert wegen der tieferen Straße. Dabei ist die Lösung so einfach. Auf Höhe 0 stellen oder wenn Höhe auf 0, dann mit Move It die Nodes auf Geländehöhe machen. Okay, hat's doch noch gemerkt mit dem Anpassen. Bin stolz auf dich. Ja, so ist das, ne? So sind wir Menschen halt. Erstmal direkt meckern, wenn irgendwas nicht funktioniert, und natürlich sind immer die anderen schuld, ja? Man sucht die Schuld nie als erstes bei sich, weil man selbst ist ja unfehlbar und macht immer alles richtig, ne? Ja, so sieht das aus. Können wir hier noch tun jetzt hier mal noch ein paar Büros hin. Gucken wir mal, was da passiert. Da könnten wir noch eins hinmachen, das will ich jetzt aber nicht. Die haben... So, ob das da alles zusammenbricht? Yes! Ne? Super gut. Jetzt haben wir gerade mal 2500 Einwohner bekommen. Durch das, was wir hier gebaut haben. Ihr könntet auch mal irgendwie hier, ne? 9 Ungebildete. 3 Gebildete, keinen Gutgebildeten, keinen Hochgebildeten, nix. Wie sieht's da eigentlich aus? Gesundheitswesen. 983 kranke Bürger. What the? Warum? Ja, die hier, ne? Hier hinten noch irgendwo was? Nein. Alter Falter. Sehr, sehr seltsam. Okay, aber reicht von der Heilungskapazität her. So, Begrabene 2200, Verstorbene 43, Kapazität 1325. Da müssen wir auch gucken. Der muss bald weg, der Friedhof da. Könnten wir mal leer machen. Kinder und Teenager 14.538, Kranke 199. 90 pro Woche Geburtenrate, okay. Altersheim, 14.000 Senioren, 700 Kranke. Okay, Feuerwehr, passt. Ich würde sagen, ja, hier oben da zwar nicht, aber da kommt die Feuerwehr auch hin. Polizei, haben wir hier hinten auch endlich mal eine. Sehr gut, da können wir übrigens bald das Gefängnis bauen, würde ich sagen. So, was sagen die Schulen? Grundschule wieder viel zu wenig. Oberschule passt. Universität 6.000 berechtigt, 10.000 Kapazität. Müssen wir auch was machen? Bibliothek? Rede ich mal nicht drüber. Da geht sowieso kein Mensch hin, wie man sieht. Nutzer 112. Vielleicht sollten wir doch noch eine hier oben hin machen. Machen wir das mal, oder? Wo kriegen wir die hin? Hier, mitten rein. Oder am besten hier, wo die immer rummeckern. Wo sie eh krank sind. Ort ist bereits belegt. Womit denn bitte? Womit bist du belegt, wenn ich fragen darf? Hier, 10.000. Bam! Ihr kriegt eine Bibliothek. Viel Spaß damit. Bin ich mal gespannt, ob da wer hingeht. Wahrscheinlich wieder... Nö. Ach, es ist eine Grundschule und keine Bibliothek. Ich bin auch ein Experte. Ups, hab nix gesagt. Gib mir die Bibliothek. So. Uff, ist das ein Klopper, ey. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Gibt halt viele Bücher, ne? So, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.